Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, der letzte Part war ja wirklich schön, nostalgisch vor allem. Haben wir doch, Rezept für ein Ritual, irgendwas. Haben wir doch den namenlosen Helden aus Risen 1 und 2 wieder getroffen. Necroimmortar. Das sind die Überreste einer sehr alten Schriftrolle. Wenn das nicht dieser Zauberspruch für das Geisterritual ist. Ah ja, ja. Okay. Ein Bettchen. Ich glaube, wir ruhen uns kurz aus. Bis zum nächsten Morgen pennen wir mal. Ach. So. Genau. Blunter, dann gucken wir mal, ne, ob wir da was lesen könnten. Nekromant. Herrenhaus, Piratenkodex, Kristalltagebuch. Ah, ich glaube, das ist ein Questgegenstand. Was hat's mit dem Goldquarz auf sich? Goldquarz aus dem dunklen Land von Kalador. Er wird unter der Astralsicht des Goldes sichtbar. Aha. Und dieses Nekro-Dings da ist unheimlich. Mehr steht da nicht. Blum. Okay, blum. So, Rezept war hier noch für... Muss ich das jetzt... Na, muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, ne? Glaube ich nicht. Truhenschlüssel passt. Mehr brauchen wir nicht. Gut, okay. Gut, das hätten wir. Ein weiteres Teil gefunden. Das sind kein Ende mit den Biestern. Ja, ja, macht nichts. Sind alles Ruhmpunkte. Du nicht immer verschiefen. Du mir helfen, besiegen. Dann geht das schneller. Und auch hier. Bam. Bam. Boing. Tschepper. Klisch. Und bumm. Richtig. So ist richtig. Und nochmal drauf treten. Wie gesagt, dann braucht man einen großen Stiefel. So. Dann war hier ein Knochenmaxi. So. Da. Passt. Dann schauen wir mal hier rauf. Guten Tag. Hier gibt's nichts. Gut, dann hier rüber. So, ein Schädel. Noch ein Schädel. Noch ein Schädel und noch ein Schädel. Super. Ich glaube, das war eine Kopfsache. Der war schlecht. Gut, hier ist auch nichts. Sind wir jetzt aber schon fertig? Kann ich ja fast nicht glauben. Das war jetzt aber nicht sonderlich viel. Ich schaue noch mal kurz, ob es hier oben weitergegangen wäre. Ah, hier ist sie zerfallen. Die Stiege. Da müsste ich rüber. Eine Voodoo-Puppe. Da müsste ich mit dem Papageienflug rüber. Ich probiere es einfach mal. Ein weiteres Mal speichern. Zack und ja. Und ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Macht nichts. Ich will nur schauen, was es hier gibt. Weißt du? Ist nichts Böses gemeint hier. Ein Kerzenhalter nehme ich mal mit. Weil das schaut mir sehr verdächtig aus. Altes Wissen. Griff des Krönungsschwertes. Haben wir nicht schon die Schneide dazu? Dann können wir schon was schmieden, meine Herren und meine Damen. Wie schön. Was haben wir hier noch? Eine Voodoo-Puppe? Die lieben Voodoo-Puppen. Nice. Aber sonst scheint hier, glaube ich, nichts zu sein. Dann gucken wir mal nach mit dem Krönungsschwert, oder? Strahl, Dings, bla bla. Da, 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 da.
Goldenes Zepter, bla bla bla. Tatzen, Wildschwein. Oder soll ich besser bei Quest nachschauen? Da wäre ich schneller, gell? Da habt ihr da, Schmack, bla bla, Seelen, bla bla. Schwertgriff. Wundenreiser. Zerbrochene Klinge. Klinge von Kalador's Krönungsschwert. 45 bis 90 kann der Kerl. Den Griff haben wir jetzt und die Klinge. Da, da, können wir schon wieder was schmieden, Herrschaftszeiten. Wie stark ist jetzt unser Schwertchen hier? Okay, 45 bis 65. Mhm. Haben wir schon wieder eine Waffe zum Tauschen, ne? Huch, habe ich jetzt die ausgezogen? Na, passt. Ja. Wird Zeit, dass wir dann den Schmied aufsuchen. Schön. Da freue ich mich. Kann ich hier runterhüpfen, ohne dass ich sterbe? Ja. Passt. Da müsste sich jetzt unser Kumpel wieder anschließen. Wo ist er hin? Also der steht ober uns, ne? Genau. Halt, warte. Den müssen wir schon mitnehmen. Das wäre schon nett. Also es bleibt er eventuell hier stehen. Hallo. Kommst du wieder mit? Ich folge dir. Ja, bitte. Gut, das freut mich. Dann können wir noch runterschauen zum Leuchtturm. Ja, ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Sonst muss ich nochmal zurück. Ja. Gut, also Leuchttürmchen. Hier ist auch kein Unkraut, das wächst. Nein, passt. Gut. Dann hier rüber mal zum Lagerfeuer. Ja, genau. Dann müsste es theoretisch hier weitergehen, ne? Hier und da drüben. So. Das heißt, wir speichern das jetzt wieder. Ich weiß, ich könnte mich jetzt zurückborden, das Schwert schmieden und dann wieder herkommen, aber bleh, ist, glaube ich, unnötig. So schwach sind wir ja nicht. Ein bisschen Proviant haben wir auch noch. Ich glaube, das geht. Hallo, ihr Bestien. Ein Wachhund, ja? Kein Höllenhund, sondern Wachhund. Okay. Was bewacht ihr denn? Das ist ganz interessant. Aha, das ist sogar mit einer Quest verbunden. Die sollen wir sogar umhauen. Da ist noch einer. Es waren jetzt aber nur vier. Das heißt, es gibt noch irgendwo einen fünften, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Oder es waren vier und die hier noch. Knochenwächter. Aha. Knochenwächter, okay. Und wessen Knochen tut sie bitte bewachen? So, der ist mal erledigt. Okay, es sind nur vier Wachhunde und zwei Knochenwächter. Okay. Du stehst nicht mehr auf, verdammter Passt. Der Turm der Schatten. Oh, entschuldige. So, und so. Hier geht es auf jeden Fall mal rauf. Dann schauen wir uns mal oben um, ne? So. Guten Tag. Eine Leiter. Kurbelwelle, genau. Das ist der Schatz, den wir schon uns markiert hatten. Hä? Ein Besen, lol. Ein schwerer Goldsack. Nein, warte, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte mich gerade nicht hinlegen. Ich wollte eigentlich den schweren Goldsack da hinten aufheben. Wunderbare 100 Goldmünzen sind da drin. So, dann haben wir hier noch einen Kerzenhalter und eine verschlossene Truhe, die wir gleich aufknacken. Geht das auch so einfach? Natürlich nicht. So. Halt, das war zu schnell. Aber ich glaube, das war sogar... Das war, glaube ich, fast richtig. Okay, das war falsch. Okay, so
So, so und so. Jetzt haben wir es. Schnaps der Schatten. Warnt dich vor Schattenwesen, braucht man nicht. Schnaps des Blutes hilft dir, Menschen und Tier zu sehen. Schnaps des Kämpfers hilft dir, Waffen zu finden. Schnaps des Todes zeigt dir die Position von Untoten an und 20 Goldmünzen. Jo. Schlafen möchte ich noch nicht. Ich gehe noch zuerst rauf Ein hier. Ein bisschen windig, findest du nicht? Ohne ausreichend Holz wird das nichts. Ah ja, stimmt. Ohne ausreichend... Stimmt, Entschuldigung. Ei, Karamba, da habe ich das Holz vergessen, ich schlaue Frau. Haha. Ja, ja, da war ja noch was. Das stimmt, das habe ich vergessen. Das müsste aber da drüben, glaube ich, zu farmen sein. Irgendwo in diese Richtung. Haben wir gleich. Da oben ist ein Goldquarz, sehe ich gerade. Komme ich hier hoch? Tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, freut mich. So. Da wären wir jetzt wieder im Sumpf und hier haben wir das Moorholz. Genau, das fahren wir jetzt schnell zusammen. Aha, den haben wir in Ungeziefer. Da haben wir noch ein Stück. Wie viel brauche ich da? 6. Da ist, bist du auch eins? Nein, oh, Entschuldigung. Schon wieder. Angequatscht, unabsichtlich. Das habe ich vergessen, nämlich zu looten, ich Schlaufuchs. Kannst du laufen? Passt. Müssen wir uns halt hier ein bisschen umschauen. Da war ich schon, ne? Genau. Das Holz habe ich komplett vergessen. Wegen dem bin ich eigentlich hergegangen. Also hier auch, ne? Um es zu farmen. Da wäre, glaube ich, ein Stück. Jawohl. Da ist noch ein Stück. Man sieht es schön grün. Geh da einfach dran vorbei. Ich habe mich halt von den Schergen ablenken lassen, muss ich zu meiner Verteidigung noch sagen. Und deshalb habe ich das schöne grüne Holz hier übersehen. Huch! Ach ja. Meine Fähigkeit, genau. So, lala. Bei der Gelegenheit, wenn wir schon mal da sind, können wir gleich die Rüben abgeben, ne? Da müssten wir es ja schon alle haben. Normalerweise. Guten Tag, der Herr. Die Herren. Ich trinke noch einen Schluck vorher. Dann kann ich nebenbei noch meine Gesundheit regenerieren, während ich quatsche. Es ist super. So, schau mal. Ich glaube, ich habe alle. Hier, bitteschön. Hier sind deine Rüben. Du hast sie schon? Mhm. Hätte ich jemand anderes geschickt, würde ich wohl heute noch auf die Rüben warten. Zur Belohnung sollst du dieses Gold erhalten. Eigentlich wollte ich es an meinen Sohn weitergeben. Oh. Aber... Ich verstehe schon. Danke. Sehr nett von Ihnen. So. Ich brauche noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Lalala. Ich renne mal da kurz mal hier ein bisschen entlang. Ich suche grünes Holz. Haben Sie grünes Holz gesehen? Es soll schön moosig sein. Oder so. Ich glaube nämlich nicht, dass ich schon alle habe. Hüpf. Hier wäre ein gutes Versteck für ein... Nein. Ich glaube, ich nehme die Quest. Bevor ich noch 20 Jahre weitersuche. Ah, da, Kalador, grüne Flammen, Moorholz, Karte, Seekarte, da und da. Ja, ist besser. Also auf dem Weg sogar direkt. Wo laufe ich nicht lang? Richtig, einen Weg entlang. Warum denn auch? Hier ist ja schon mal eines und da vorne ist dann das zweite. Weil warum soll ich mich den Weg entlang hier bewegen? Hier, da ist es. Und haben wir alle. Jetzt können wir nochmal zurück. So. Gut. Jetzt zünden wir an den Greibel da oben. Und dann haben wir eine weitere Quest geschafft. Und ich sehe, hier ist doch noch ein Goldquarzi. Hallo? Ich versuche mal zu hüpfen. Okay, das bringt mir nichts. Da muss ich hier hochklettern. Wow. So, jetzt haben wir es. Goldquarz.
Sehr fein, sehr fein. Da oben auch eines? Na, das hat jetzt nur so ausgeschaut. Genau, also zuerst gehen wir mal das anzünden, dann gehen wir nochmal hier zurück. Und, oder gehen wir gleich hier hin. Ach, was soll's. Zuerst das Feuer. Dann die Bestie da zu unserer Rechten. Jo. Dann schauen wir weiter. Ja, ja. Schwitzt du nur. So, Sprintelein. So, sind wir schon da. Kannst draufklettern. So, und jetzt zünden wir es an. Grünes Feuer anzünden. Genau. Sehr gut. Das kann man schön weit sehen. Sehr, sehr gut gemacht. Fein. So. So, ja. Dann gehen wir jetzt dem Viech da drüben an den Kragen. Und dann schauen wir weiter. So, das müsste jetzt schon hier runter gehen. Und hier rüber. So. Hallo, du Viech. Da knurrt er schon. Au. Hab dich erwischt. Seelen. Aua, aua, aua. Ich habe gar keine Seele mehr, die du fressen kannst. Warum geht er mich da jetzt an? Ich hab sowas ja gar nicht. Wo ist mal bei Edward? Ich hatte noch eine ganz frische. Au. Au. Oh, hoppala. Ich wollte gerade schießen und da war Edward schneller. Ich habe nochmal reingehauen, weil er einfach so gemein war jetzt. Mhm. Schwerer Goldsack und ein Haufen Skelette. Mahlzeit. Da war einer aber hungrig. So. Ja. Ah ja. Alter. Was? Ja. Sie sprechen mir aus der Seele, mein Freund. Gut, dann lucken wir noch schnell darunter, würde ich sagen. Da haben wir auch noch ein paar Ungetüme. Passt. Aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Aha, da unten haben wir auch noch ein paar Viecher. So, da würde ich sagen, schnell speichern noch vorher. So. Dann machen wir die Herrschaften da unten noch platt. Sind Leviathane, ne? Zwei Stück. Das kann ich jetzt brauchen. Nein, Eisenbolz. Ah, Eisenbolz. Super, zwei nebeneinander. Das kann man immer brauchen. Autsch. Erstes hin. Bäm, bäm. Zack. Zack. Sehr gut. Ja. In dem Fall sind es wir. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir auch ein Fischlein. Schauen wir uns kurz am Strand hier um. Vielleicht gibt es noch was Leckeres für uns. Ja, eine Muschel nehmen wir mal mit. So. Holla, die Waldfee, ne? So, mal was futtern. Dann nehmen wir den Varan natürlich noch mit. Bleiben Sie kurz stehen. Bitte. Autsch. 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 Davon ist noch ein Eisenbohlen. Ich bin beeindruckt. Ja, lol, jetzt ist er wieder ins Wasser gestürzt, ne? Du blödes. Nein, dann halt nicht. Loot man den halt nicht. Muss ich jetzt schon jetzt den Eisengolem hier schön in die Ecke drängen. Dieser blöde Varan. Auch eine Höhle, wie es ausschaut. Macht nichts. Der spürt jetzt eh nichts mehr. So, dann was haben wir hier noch Schönes. Da wäre noch eine Muschel. Da wäre noch ein Fischelein. Da wäre, glaube ich, noch eine Muschel. Ja. Hier ist soweit nichts mehr.
Dann würde ich sagen, ich esse noch mal was. Und begebe mich noch hier rein. In die Schlucht. Oder Höhle, was das sein wird. Mal schauen. Das nimmt kein Ende mit. Macht nichts. Machen wir einfach kaputt. Das ist, glaube ich, eine Höhle tatsächlich. Ja. Wenigstens einer freut sich. Na, ist eine Schlucht, okay. Das nimmt kein Ende mit. Autsch. Ja, ja, reg dich nicht auf. Wird schon. Ich glaube, wir haben gerade pariert. Erfolgreich noch dazu. Ja, ich bin auch beeindruckt. Das schaffe ich nicht immer. In dem Fall war es sogar ungewollt. So, wo sind wir denn hier gelandet? Aha, wieder in der Nähe von dem Bauern sozusagen. Aha, okay. Haben wir jetzt quasi einmal umrundet, kann man so sagen, ne? Gut, dann wären wir jetzt theoretisch hier unten fertig. Ich kontrolliere nochmal die Quests. Jetzt sind wir wieder in der Nähe von den Dämonenjägern. Jetzt sind wir hier so die Abkürzung rauf, ne? Perfekt. So, kontrollieren wir mal. Daran ist das falsche Gebiet, das Opfermesser. Das Opfermesser ist wo? Ich scroll mal raus. Ach so, hier, zum Kaufen. Dann war das das Messer von dem Henrik. Stumpfes Opfermesser. Hat er das? Ich glaube schon, ne? Da habe ich immer das Falsche gesucht. Ich dachte immer, es wäre ein Spiegel. Hoppala! Kila und hier haben wir nochmal Kila. Okay, das können wir vielleicht doch noch kaufen. Muss ich schauen nochmal. Gut, dann hätten wir das soweit. Leuchtfeuer. Ich sollte wieder zu Ihnen gehen und das berichten. Genau, und dann können wir noch den Schattenlord besiegen. Gut. Dann würde ich sagen, zurück zu den Burschen. Edward, bitte begleiten Sie mich. Die Ruinen da hatten wir jetzt, glaube ich, schon. So, grüß euch, Burschen. Schäfchen. Na, ich spüre förmlich wie die... Ja, entschuldige, du bist der Falsche. Hier, Eldrick. Zum Geisterritual. Nochmal zum Geisterritual. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch gefunden. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Ja. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Sehr gut. Gute Arbeit, mein Junge. Ja, gerne. Wo soll ich so ein altes Wissen finden? Wo soll ich ein so altes Wesen finden? Halte einfach die Augen und Ohren auf den Inseln der Südsee offen. Geht's nicht genauer? Vielleicht in den alten Tempeln der Eingeborenen. Sie haben die ältesten Gebäude dieser Region. Wenn ein solches Geschöpf wirklich noch existiert, wirst du dort zumindest Hinweise darauf finden. Okay, dann Schattenlord. Los, lass uns den Schattenlord aufmischen. Gut, aber vorsichtig. Hier draußen müssen wir aufeinander aufpassen. Hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Vorrücken und zusammenbleiben. Okay, ich nehme sie vielleicht doch lieber mit. Jetzt, wo es eine Quest ist, hoffe ich, dass ich dann doch Erfahrungspunkte kriege. Das wäre super. Sind halt echt verdammt. Das wird lustig. Viele, ne? Ja, ich krieg Erfahrungspunkte, glaube ich, wenn sie mit... Okay, es sind echt viele. Das wäre unter Anführungszeichen nicht gut ausgegangen für uns tatsächlich. Ihr dürft auch kämpfen. Ihr müsst nicht warten, bis ich da was mache. Alter. Alter. Nächstes hin. Hoppala. Falsche Richtung. So. Okay, ist doch gut, wenn man sie mitnimmt. Ich glaube, Erfahrungspunkte kriege ich dann doch keine. Wow. Autsch.
Was? Sie haben sich gut organisiert. Es wird schwer werden, ihnen das Handwerk zu legen. Los weiter. Los weiter. Zusammenbleiben. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Okay, ich will aber noch looten vorher. Das wäre echt schade, wenn ich das nicht machen dürfte. Und ich wollte mich hier noch umschauen, ob es hier was für uns gibt. Aber ich glaube, das kann ich machen. Oder das darf ich machen, wenn wir zurückgehen. Eine Beere nehmen wir noch mit. Die Waffen nehmen wir noch mit. Vom Hund noch was. Hier. Hier. Und da. Und da. Und ich glaube, hier noch. So, schnell nach. Nachlaufen, bevor sie noch mehr hier uns wegschnappen. Da drüben wären noch Schergen gewesen. Noch ein Höllenhund, verdammt. Nix mehr hinterher. Sehr gut. Sehr gut. Dann die nächsten. Autsch. Okay, ich muss was saufen. Den Lindwurm. Sollten wir vielleicht. Gut, wir kriegen keine Erfahrungspunkte leider. Wenn das andere das töten statt wir. Alter. Alter. Wenigstens haben wir den geschafft. Gut, den haben wir auch. Da ist noch einer übrig. Scheißlich, da war er schneller. Au. Was, da waren wir schneller. Wenigstens ein so, paar Punkte. So wie es hier aussieht, kann man leicht in einen Hinterhalt geraten. Ein offener Kampf ist mir lieber. Hui. So. Ich glaube, wir sollten da jetzt mal vorgehen, oder? Das ist vielleicht doch nicht so schlau. Ach, nicht auszudenken, wenn es diese Armee schaffen sollte, über den Lavastrom zu kommen. Dann haben wir es gerichtet, ja. Weiter geht's. Wir haben es fast geschafft. Durchhalten! Ja. Mal was essen. Weiter aufheben die Sachen noch. Gibt es hier noch irgendwo... Ich glaube, ich lasse das mal. Ich versuche da schnell hinterher zu kommen. Schwarze Bruder, ja, Gott sei Dank, super. Kann man immer brauchen. Würdest du jetzt sterben? Danke. Sehr gut. Sehr gut. Ja, zeig's dem Dämonenvieh. Ja, ja. Da werden wir dann auch raufschauen später. Dämon. Sehr gut. Den fahren wir später, glaube ich. Ja. Gut. Das schauen wir uns später nochmal genauer an. Ach, das sind viele. Das hätte ich, glaube ich, niemals allein geschafft. Wäre ich, glaube ich, draufgegangen. Das ist auch schon wieder zu Ende. Schrecklich. Zack. Zack. Schau, wie er mich hauen will. Der Bastard. Willst du sterben, bitte? Ich will gerne die Erfahrungspunkte haben. Danke. Geh drauf einfach. Danke. Sind das jetzt alle gewesen? Oha. Dem Biest hast du es gezeigt. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. So. Looten. Den noch. So. Geht nix? Doch, ist gegangen. So. Nix wie raus. So. Und da geht's schon weiter. Nimmt kein Ende mit dem Biest an.
So, der ist hin. Den haben wir erledigt. Sehr gut. Was, den haben wir auch. Wenigstens kriegen wir ein paar Punkte. Seht ihr das, Mann? Ja? Dort drüben hat der Schattenlord seinen Ort. Ach du Heilige. Hui. Okay. Er scheint ein besonders gefährliches Exemplar zu sein. Mhm. Wir müssen gemeinsam vorgehen, wenn wir eine Chance gegen ihn haben wollen. Okay, warte mal. Ich loot hier noch kurz fertig. Ich hoffe, die stürmen jetzt nicht los. So. Da war nichts. Okay. Winter und Eldrick. Gut, ich speichere das jetzt mal. Und werde den Part beenden. Ihr Lieben, im nächsten machen wir den Schattenlord da oben kaputt. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.